Hallo zusammen und schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Lände TV, der Tag. Sie sehen, wir sind auch heute wieder unterwegs und zwar im Zuge von Lehre am Ball. Das Highlight in der Ballsaison findet am kommenden Samstag, am 22. November statt. Und heute sind wir zu Besuch bei einem sehr großen und bekannten Industriebetrieb aus dem Land und zwar bei Rauch Fruchtsäfte. Und ich darf jetzt begrüßen Marco Walz. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Hallo Philipp, grüß dich. Hallo. Hallo. Lehre ist natürlich ein großes Thema in ganz Vorarlberg und auch in der Industrie. Lehre im Ball ist da ein bisschen so der feierliche Akt, um das auch ein bisschen zu zelebrieren, aber mal ganz allgemein gefragt. Rauch ist eine bekannte internationale Firma. Ich denke, jeder hat schon mal einen Saft oder sonst was in den Händen gehabt. Es ist sicher auch was ganz Besonderes für die Jugendlichen bei euch, eine Ausbildung zu machen, oder? In ein paar Jahren haben wir unser 100-Jähriges. Und wenn man so zurückschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat, anno 1919, als kleine Musterei da in der Langgasse in Rankweil und 100 Jahre später, wo wir endlich da stehen, wie du gesehen hast, schon international. Wir haben ja mittlerweile fast 60% Marktanteil international. Wir haben 10 Fabriken, wir haben 34 Abfülllinien und einen Mitarbeiterstand von ca. 1600 Mitarbeitern. Und ich bin da das beste Beispiel, dass ich bin ja schon 20 Jahre dabei im Unternehmen Rauch und wie ich eigentlich mitgewachsen bin mit der ganzen Entwicklung und heute einfach in der Lehrlingsausbildung tätig sein darf. Und somit ist eigentlich auch für mich ein großes Anliegen, die Lehrlinge zu betreuen. Mal ganz konkret gefragt zu der Lehre. Ausbildung ist ganz klar auch bei euch ein wichtiges Thema. Was sind denn die Berufe, was sind denn die Bereiche, wo ausgebildet werden bei Rauch? Also grundsätzlich muss ich mal so anfangen, haben wir ganz was anderes. Sprich, also wir haben nicht so die klassische Lehrwerkstätte, sondern bei uns ist es so, dass die Lehrlinge im größten Teil der Berufe, die wir ausbilden, in einem Rotationsverfahren tätig sind. Also die pendeln in Werk Nützeders wie in Rankweil. Und zu den Berufen selbst, wir bilden den Lebensmitteltechniker aus oder Technikerin und den Chemielabortechniker. Den haben wir den Produktionstechniker, relativ neu, den haben wir seit diesem Jahr begonnen. Dann haben wir den IT-Bereich, den Lagerlogistik, den Elektriker und Mechaniker, also Metallverarbeiten und dem Brau- und Getränketechnologen, wo wir noch anbieten. Ich denke auch vom Unternehmen selber und auch für die Lehrlinge, denke ich, ist es sicher auch ein Ziel, nach der Lehre im Betrieb zu bleiben. Und da gibt es auch genügend Möglichkeiten, da wirklich, wie man so schön sagt, Karriere mit Lehre zu machen. Oder? Absolut. Also Lehre hat bei Rauch Tradition. Wenn ich so durch den Betrieb gehe und schaue, wir haben Mitarbeiter, die vor 30 Jahren Lehre gemacht haben und heute in einer Führungsposition tätig sind. Das ist eigentlich gänzlich durch den ganzen Produktionsbereich, ist natürlich, oder beziehungsweise zeigt natürlich auch der neue Lehrlinge, die kommen, was eigentlich möglich ist. Und die Besten werden natürlich auch den Weg gehen, wie so oft. Den Weg dann auch, wie du gesagt hast, schon ganz nach oben zum Teil, also bis in die Management-Ebene. Ja. Marco, vielen Dank einmal für den ersten Einblick in Rauch und vor allem die Ausbildung bei der Firma Rauch. Wir werden uns das gleich noch näher anschauen und auch ein bisschen in die einzelnen Stationen schauen. Und bei Ihnen geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Versuchter Autodiebstahl in Bregenz. In der Nacht auf Mittwoch wollte ein 28-jähriger Mann in der Quellenstraße in Bregenz ein Wohnmobil stehlen. Mit einem Ast versuchte er, das Fenster aufzuhebeln. Dabei wurde er aber von einem Zeugen beobachtet und dann auch festgehalten. Der Täter wehrte sich und konnte dann auch flüchten. Die Polizei nahm ihn aber unmittelbar danach fest. Der 28-Jährige wird ebenfalls verdächtigt, in der gleichen Nacht in ein Kosmetik- und Nagelstudio eingebrochen zu sein. Und Anpassungen beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Die SPÖ will nach Salzburger Vorbild ein erfolgreiches Konzept zum Thema Schwangerschaftsabbruch einführen. In Vorarlberg ist der Abbruch privaten Kliniken vorbehalten. Das Thema solle nun aber neu und wertneutral diskutiert werden. In Salzburg zum Beispiel hat man im Landeskrankenhaus ein Ambulatorium eingerichtet. Die Vorarlberger SPÖ fordert auch für das Ländle, dass Schwangerschaftsabbrüche auch in einem öffentlichen Krankenhaus durchgeführt werden können.
Ja, wir sind immer noch unterwegs hier in der Firma Rauch in Rankweil. Wie man sieht, bin ich mittlerweile auch richtig gekleidet, wie es sich in einem Lebensmittelbetrieb gehört. Und wir sind jetzt hier im Tanklager mit dem Marco und der Nina. Marco, vielleicht auch noch mal kurz die Frage, was passiert jetzt da, was habt ihr jetzt da gerade gemacht? Ja, wir befinden uns da im Steriltanklager. In der Halle haben wir frische Säfte, frisch gepresste Säfte und ebenfalls Pürees eingelagert. Also Püree ist für uns ein Fachausdruck und ist zum Vergleich als wie ein Mus, also wie ein Apfelmus. Und wir haben jetzt da ein Pfirsichpüree und sind natürlich auch am Qualitätstester. Das heißt, Geruch, Geschmack wird natürlich auch gänzlich in unserem Betrieb natürlich hochgeschrieben. Das heißt, es wird analysiert auf Zuckersäure und so weiter. Und jetzt machen wir mal die visuelle Sache. Also Geschmack, Geruch und, wie ist sie zufrieden? Ja, man sieht also, Qualität ist natürlich das A und O bei Rauch. Das soll ja alles so schmecken, wie wir das auch kennen. Und wenn es um Qualität und Prüfung geht, da werden wir jetzt dann noch viel mehr lernen, und zwar von der Nina. Wir bewegen uns jetzt Richtung Labor hier bei Rauch und bei uns geht es weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Welt des Sports. Erfolg für Skifahrer Christian Hirschbühl. Der Riefensberger holte sich beim zweiten FIS-Slalom im schwedischen Kiruna überlegen den Tagessieg. Matthias Graf aus Dornbirn kam als 16. ins Ziel. Ja, ich bin jetzt hier mit der Nina im Labor angelangt, hier in Rankweil bei der Firma Rauch. Da geht es um Qualitätskontrolle natürlich und auch um neue Entwicklungen, was denn vielleicht auch in Zukunft mal auf den Markt kommt. Nina, mal die Frage, du bist jetzt da voll dran. Was machst denn jetzt du gerade? Also ich pipettiere jetzt da unsere Produkte in der Becher, damit wir für die nachstehenden Qualitätskontrollen vorbereitet sind. Nina, du bist jetzt im dritten Lehrjahr. Vielleicht neben dem, wo wir jetzt sind, was beinhaltet denn die Lehre als Lebensmitteltechnikerin bei Rauch? Also meine Ausbildung ist sehr, sehr vielfältig. Sie beinhaltet alles von der Warenannahme bis hin zum fertigen Produkt. Also wir lernen, wie man die Säfte zusammenmischt, was alles passiert, welche Kontrollen nötig sind, wie man Produkte haltbar macht, wie man sie verpackt. Also da ist wirklich alles dabei. Also wirklich von dem Apfel oder der Orange am Anfang bis hin dann zum Saft, den wir hier sehen. Bis zum fertigen Produkt im Geschäft, genau. Okay, ganz eine spannende Geschichte, ganz vielfältig, haben wir heute schon gelernt. Vielleicht noch ein anderes Thema. Es ist grundsätzlich, glaube ich, schon wirklich das Ball-Highlight des Jahres, Lehre am Ball, was am kommenden Samstag stattfindet. Ich denke auch, für euch als Lehrlinge ist es schon mittlerweile was ganz Besonderes geworden, ne? Das stimmt. Also ich bin heuer jetzt auch zum ersten Mal dabei und ich muss sagen, ich habe nur Gutes gehört. Ich freue mich auf jeden Fall schon und wird sicher ein spannender Abend. Und ein bisschen gefeiert, denke ich, da haben wir gerne. Natürlich, mit Kollegen ein bisschen feiern. Das gehört dazu. Nina, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Ausbildung. Ich lasse dich jetzt einfach ein bisschen weiterarbeiten. Ich habe schon gesehen, dass das sehr spannend ist. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Neue Verordnung, Gastronomen und Lebensmittelhändler müssen ab Dezember über Allergene Bescheid wissen. Eine Studie über das Problem Burnout bei Lehrern übergaben Personalvertreter der Pflichtschullehrer an Landeshauptmann Markus Wallner. Und Bezirksgericht, 560 Euro Strafe für einen Fernfahrer, der angeblich aus Notwehr drei Gäste in einer Bar mit einem Pfefferspray attackierte und verletzte. Ja, wie man hier wunderbar sieht, man sieht hier 2 Kilo Orangen und 1 Liter Orangensaft von Rauch. Also das ist genau die Waage, was in diesem Pack drinnen ist. Wir haben heute viel gelernt und viel gesehen über die Ausbildung und den Betrieb hier in Rankweil von Rauch. Wir freuen uns alle schon auf Lehre am Ball 2014 am 22. November im Festspielhaus in Bregenz. Also am kommenden Samstag geht's richtig rund. Das war's von der heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Freut uns, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind und ich darf mich jetzt verabschieden. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Messepark. Beim Winterzauberland gibt es für die kleinen Messeparkbesucher viel zu entdecken. Bis zum 6. Jänner 2015 im zweiten Obergeschoss. In der Nacht kündigen erste Wolken eine Warmfront an. Der Himmel ist nur mehr zeitweise klar. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Hochnebel bildet, eher gering. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 11 Grad. Der Wind weht mit 11 km/h aus Südosten. Am Freitag bringt eine Störung im Laufe des Tages weitere Schichtwolken nach Vorarlberg. Es bleibt windarm und wird vor allem in Höhenlagen noch etwas milder. Am Samstag ist es den ganzen Tag über sonnig, morgens zwar oft frostig, nachmittags aber mild. Die Bildung von Hochnebel ist nicht ausgeschlossen. Auch der Sonntag wird höchstwahrscheinlich ein weiterer, fast ungetrübt sonniger Herbsttag. Erneut gibt es ausgeprägte Temperaturinversionen. Es ist also in Höhenlagen milder als in den Tälern, in denen es zudem vormittags Hochnebel geben könnte.
Und am Montag ist es wolkig bei Temperaturen von 7 bis 15 Grad.